Ja, hallo erstmal und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Spielewelt MV. Ich bin der Terra und gemeinsam mit mir ist der zweite Nektar. Hallo. Hallo. Und der Olaf. Hallo. Hi. Hallo. Und wir müssen immer noch den Garcitas Assistenten finden. Wie in der letzten Folge schon angefangen. Wir sollen hier rüber und der soll hier sein. In 411 Metern. Hallo, hier ist dunkel. Ja. Und? Gehen wir nicht erst, wenn es hell ist, nur Nachtruhe und so? Wegen Nachtruhe? Wir haben noch Schalldämpfer. Wir haben noch Schalldämpfer. Ich nicht. Du nicht? Das ist keine Schalldämpfer. Ich hab nur auf der Snipe. Du hast da keinen drauf, Olaf. Ich hab. Ist ja nur Pistole. Die Frage? Ja. Hubschrauber? Ob wir den hier auch so leise anschleichen müssen, weiß ich gar nicht mehr. Nö, da steht bloß finden sie. Finden. Ja, trotzdem nehme ich immer die Pistole. Die haut auch rein. Haut rein. Ja. Haut rein. Sind ja noch 200 Meter. Kommt das Ja, na, ist doch hier so ganz ruhig hier. Er haut doch bestimmt ab. Das stimmt doch. Hey, die feiern nicht. Der rührt sie nicht. Ja, irgendwie ist das, dass mir da. Ah, jetzt kommt was Rotes. Dachte schon, geht einfach hin. Ja, na, abwarten. So, wir bleiben erstmal hier und schicken erstmal die Drohne hin, weil die so viel rot ist. Ne? Genau. Drohne fliegt. Drohne fliegt. Drohne fliegt. Drohne fliegt. Das ist eine fliegse Drohne. Boing. Maschinenpistole. Oh ja. Ich hab noch einen Tango. Noch ein Tango? Ist Tangot. Ist Tangot schon wieder. Oh. Mit dem sind's fünf. Da ist ein Heli. Oh. Ploppen wir ganz schön viele auf hier. Aufpassen, wir haben einen Feind mit Maschinenpistolen gesichtet. 7, 10, 7. Oh, das ist ein Suchscheinwerfer vom Wasser aus. Suchscheinwerfer. Ja, aber sehr der gefährlich. Nicht, dass der uns findet. Der guckt aber zum Steg hin, also. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Ein Ziel mit Maschinenpistole? Hier unten müssen noch welche sein, oder? Ach, ich habe noch keine Nachtsicht. Ich ja. Du. Da ist doch noch was. Nein, rot. Ja. Batterie geht langsam runter. Bereitet euch auf Garcitas Helfer vor. Haltet das Chaos gering, aber stellt sicher, dass er tot ist. Aha. Ja, ein Scharfschütz. Also. Oh shit. Scheiße. Garcitas Helfer. Oh, was nun? Die haben meine Drohne kaputt gemacht. Was für Tiere? Drohne entdeckt. Aber wir sollen ja töten, ist egal. Töten sie. Ja. Töten Sie Garcitas Assistentin, hieß es. Da hinten läuft er. Der fährt aber jetzt weg, ne? Hallo? Oder? Der haut ab, ja. Der haut ab? Ich wollte gerade sagen, der rennt aber schnell. Ja. Der haut im Maut oder Sack. Der ist weg. Müssen wir ein Auto schnappen? Können Sie mir uns mal Ihr Auto? Oh ha. Nein. Wir laufen mal. Kommt noch ein Auto? Auf. Ah, muss nachladen. Das Ziel ist zu weit entfernt. Na, super. Okay. Nee, ist er fährt er noch hier. Komm, kommt rein hier, Auto. Das. Warte. Ah. Komm, schnell. Oh, und ich fahre auch wieder. Eieiei. Dein Auto ist schon ganz schön gut. Aua. Oh. Kapori. Einsatz fehlgeschlagen. Oh. Ja. Ach du Heilige. Siehste. Okay. Der darf nicht entwischen. Hm? Also, bevor wir jetzt da den. Dann nehmen wir doch da. Ja. Mine? Eine Mine. Mine? Ja. Dürfen wir den umlegen? Mhm. Töten Sie, heißt es dann, ja. Ja, wir dürfen töten.
Also wir dürfen, wir müssen ihn töten. Genau. Ne? So, wo sind wir jetzt? Sind wir wieder ganz weit weg, ne? Ne, wir sind hier unten. Das soll ja nicht heißen, dass die Spiele so gewaltig. Haben wir denn Haftminen? Splittergranate, wie rüste ich die denn überhaupt aus? Durchs Inventar, glaube ich. Ja, das war mir schon klar, aber bei Objekte und dann steht da Mine, aber wie wähle ich sie denn auf? Objekt. Das ist es ja. Ja, dann hast du, wenn du auf Objekte klickst, dann hast du rechts dann die, da ist bei mir alles noch gesperrt. Auch doch Haftmine hätte ich. Aber Splittergranate kann ich trotzdem nicht auswählen. Bei mir in der Anzeige steht Splittergranate. Mit G. Ja, du kannst immer Bus 1 auswählen. Entweder du hast jetzt die Splittergranate ausgewählt oder du gehst und wechselst auf die Haftmine. Ja, wie wechsle ich denn auf Haftmine also, oder auf die Mine, sag mal so. Okay, du machst I Inventar. Ja. So, dann hast du oben deine zwei Waffen, darunter ist die Drohne. Dann Objekte. Dann kommt Objekte, dann drückst du auf Objekte und dann geht rechts und Dinge auf. Haftmine. Ja, und dann steht da Mine, ja. Und da drückst du dann drauf. Und dann gehst du wieder raus. Und dann gehe ich wieder raus? Dann solltest du bei G jetzt die Haftmine haben. Splittergranate. Hab da die Splittergranate oder sie auf einen Tag nehmen. Deswegen wundere ich mich, weil ich das hier nicht. Bei mir auch. Ja, eben. Haftmine muss man die vielleicht erst. Eigentlich nicht, ne? Tätigkeiten. Habt ihr die freigeschaltet, ja? Ja, die ist freigeschaltet bei mir. Mit G geht auf Charakter, das will ich ja auch nicht. Da geht auf Mine, ja. Der nächste Rang sind maximal 3 Minen, bei mir reichen ja 2. Wie rüstet man die denn aus? Blöde Granate. Also Mine und so weiter ist bei mir alles nicht gesperrt, ich kann da nichts. Haftmine ist nicht gesperrt. Ja, die ist bei mir auch nicht gesperrt, aber wie kann man sie ausrüsten? Oder wir haben keine? Kann das sein? Also einmal drauf gedrückt, so. Ja, Mine, da. Haftmine. Minen, das findest du bei Objekt im Fertigkeitenbaum bei Objekt drin. Mine. Musst du natürlich erst einmal skillen, um sie zu bekommen. Schaltet Minen frei. Das erste, ja. Bei Waffe. Bei Objekt. Ja, da habe ich ja den ersten gemacht. Objekt, Mine, ne, ist das erste, habe ich freigeschaltet. Der erste Rang ist, schaltet Minen frei, so. Ja. Der nächste wäre maximal 3. Und trotzdem kannst du nicht. Nö. Splittergranaten habe ich gar keine. Aber ist ja gut, das ist ja maximal, der nächste Rang wäre ja dann 3 Granaten. Deswegen wundere ich mich, wie man das denn nicht anlegen kann. Objekte, die Taste 6, also 5 ist Splittergranate, Taste 6 ist Mine, 7 ist... Ach jetzt, ja, stimmt, 6, mit 6 habe ich jetzt die Mine ausge... So, wo haut er ab hier? Er kommt doch hier die Straße runter, ne? Der kommt und fährt über irgendeine Brücke. War der nicht hier die Straße runter gedüst? Das weiß ich nicht, da habe ich nicht. Oder war das die andere weiter? Warte mal, geh mal. Dann legen wir da die 3 Haftminen hin, die ich habe. Ja, geh doch mal rüber hier. Alter. So. Ja, sorry Leute, aber wir mussten das erstmal klären mit der Haftmine. Ja, das ist Spielalltag. Hier gibt es nicht von wegen, das ist alles hier abgesprochen und geschönt. Nee. Hier ist alles live, real. Warte mal, hier geht die Straße hoch. Dann wird er sicherlich auch hier unten runterfahren, ne? Sind wir hier nicht runtergelaufen? Von hier aus? Hier ist der hier die Straße lang gefahren. Oder? Hier ist er nicht geflüchtet. Ich leg mal, hier ist eine Brücke. Ja, Brücken sind immer gut. Denke ich mal, ne? Also hier ist er
Ich werde hier mal jetzt Haftmine einfach mal hinlegen. Hier so eine Mine. Wenn Bescheid denn, sollten, denn... Jetzt hat der Band an der Autos. Ich lege eine Mine für unsere Sicario-Freunde. So, warte, ich lege noch eine. Dürften ja zwei reichen, ne? Wenn jetzt aber andere Autos drüber fahren. Da haben wir Pech gehabt. Da müssen wir also jetzt so schnell wie möglich die Alarm auslösen. Hinter der abhaut. Bevor andere kommen. Ich habe keinen Schalldämpfer. Ich kann das ganz schnell auslösen. Der wird hier unten noch runterfahren, ne? Denke ich mal. Kam der von hier? Gut möglich, weil die Straße... Der ist ja hier. Weißt du was? Wir gehen zu die... Achso, das bringt aber in dem Spiel, glaube ich, nichts. Wenn wir zu die Autos hingehen, mit der Pistole, mit dem Schalldämpfer, alle Reifen zerschießen. Ja, du weißt ja nicht, welches Auto er sich nimmt. Alle Autos. Alle Autos. Oh, da kommen wir da nicht weiter, wo wir langlaufen sind. Das ist eine Sackgasse. Oder die EMP-Granate. Hast du die schon? Dann könntest du sagen, Nö. Ach, wir haben hier unten Minen, die fahren hier kein Auto. Die haben hier kein Auto zu fahren, ganz einfach. Wir müssen die ja jetzt erstmal wieder finden. Wieder aufdecken mit der Drohne. Da hast du uns ja wo hingebracht. Ja, ich bin einfach mal. Da unten kommst du nicht weiter. Nicht wirklich. Da ist ein zweiter Tango. Drittes Ziel, da. Oh. Wo seid ihr? Tango 5. Oh. Ich bin erstmal durchgelaufen hier, war schon bei den Feinden. Ich bin zurückgefallen, Bogen umgefallen. Schön und, was. Und ich lauf erstmal richtig rein da und dann auch mal hinter mir waren welche und. Aber der. Der steht noch, ne? Also der bewegt sich noch nicht, der Typ. Ja, aber mit denen noch nicht. Der wird sich sagen, die haben bestimmt die Straße vermietet. Ich bin noch nicht. Ich bin blöd. Hier eine Schlucht weiter runter gehüpft. Runterhüpfen ist immer schnell, aber hoch. Ja. Hochhüpfen ist schlecht. Hochhüpfen. Haben sie gesagt, es wird hier nicht gehüpft. So eine Scheiße. Da unten muss er irgendwo sein. 80 Meter. Wieder ein paar Geiseln erschossen hier. Zivilisten, oder? Ne, noch nicht. Die läuft weiter, die alte. Uschi läuft weiter, die lebt noch. Will er noch nicht weg? Vorhin konnte er nicht schnell genug weg, ne? Wir kennen eine kleine Gruppe Feinde. Wer kommt angelaufen? Olaf? Nee. Nick. Ihr seid da drüben. Ich stehe hier genau bei der Straße. Granate, hola Pusa! Hola Pusa? Wer wirft hier mit Granaten? Oh, tot! Oh Mann! Einsatz abgeschlossen. Da hatte ich einer gesniped, ne? Nee, da von der Seite. Da steht er. Der Sniper ist auf dem Balkon. Ist er jetzt da rüber gefahren, abgehauen oder wer hat ihn erschossen? Nee, ich hab nicht. Ah, jetzt hat er mich auch. Aber wir haben den Einsatz abgeschlossen. Haha, wobei ja, wir tot sind. Einsatz haben wir abgeschlossen. Ach nee, der Olaf ist er noch. Haben wir. Ja, entweder, nee, wir kommen, wir. Lass mal. Ey, da muss er ja abgehauen sein, oder? Oder hat Nick ihn erschossen? Nein, der saß im Auto. Ich weiß nicht, warum der losgefahren ist. Ich stand 20 Meter vor dem und er saß im Auto. Und dann habe ich ihn erst mal ganz genüsslich vorne die zwei Reifen zerschossen. Das hat ihn dann aber gestört, dann ist er ausgestiegen. Und dann habe ich eine Granate geschmissen. Ich kann Olaf nicht anwählen. Dann muss ich wieder warten, bis Nick auch Zeit abgelaufen ist. 2, 1, 0. Naja, Granate hat er überlebt, aber. Ja, Olaf, pass halt auf, hier ist noch einer, ne? Ah ja. Und die schießen ja wie verrückt. Das so lange dauert. Die sind wohl verrückt. Ja,
gut, eigentlich können wir abhauen. Ne? Wo hat er mich denn hingeschmissen? Ach, da runter. Meine Haftminen liegen immer noch da. Kann ich da hin? Zu den Haftminen? Warte mal, die quatschen gerade hier. So, muss hier irgendwo lang. Ich muss ja erstmal meine Haftminen. Vielleicht kann ich eben noch wieder einsammeln. Oder Minen sind ja keine Haftminen in dem Sinne. Ne? Kletter doch mal. Das ist ein Trottel hier, Junge. Manchmal. Warte mal, ich kann mit denen mal vor mir. Tango am Boden. So. Tango am Boden. Ich bewege mich mal zu meinen Haftminen. Ich habe einen dritten Tango. Warum sag ich mal Haftmine? Mine, Mensch. Ja, weil die haften. Also hat das gar nichts gebracht, die hier hinzulegen. Oh, kann ich die wieder nehmen? Scheint nicht so. Also auf dahin. Ich hab gesehen, dass hier noch eine Waffenkiste irgendwo ist, ne? Da wo der Typ war. Oh, hier wird's ja ganz lila. Oh. Ja. Haben wir jetzt nicht dafür noch die anderen hier uns ranholen, die Unidad? Die Unidad, komme, ja, die Unidad, komme. So, der Scharfschütze ist weg. Jetzt kommen noch die Unidad an. Zurückfallen, ja, umgefallen. Umgefallen. Umgefallen, zurückgefallen, weggefallen. Komm, bist unten steht einer. Unten, ja, jetzt. Na, da nicht. Unidad haben wir schon wieder am Arsch. Ah. Ist denn da überhaupt noch was? Pass auf, da an der Mauer, hinter der Mauer steht. Hinter der Mauer, Achtung! Ist da überhaupt was zu holen? Ach, eine Waffenkiste. Eine Waffenkiste. Danke. Hinter dem Haus, Olaf. Vorsicht, Unidad. Ah, ja. Patrouille. Lasst euch nicht sehen, Gundel. Habt ihr schon so ein komisches Sternchen? Die kommen in eure Richtung. Ach, die, ja klar, weil du. Da ist noch einer, genau da. Dann bist du woanders. Und da ist Ziel Nummer 3. Ich will ja auch die Kiste haben. Ja, da kommen mehr. Ja, es kommen noch mehr Patrouillen. Drei Sternchen haben wir. Drei Schwanzdinger. Ich hab noch eine entdeckt. Ich hab eine. Ja, genau. Du hast. Wo ist die denn? Ah, da unten, da hinten. Wir sind brav. Ja, wir sind die Braven. Wir kriegen einen Orden. Komm ich hier rüber? Wow. Wartet, und eine Waffenkiste entdeckt. Sagt er. So, jetzt hau ich aber ab hier. So, nur alle weg hier. Aufrüsten. So. Jetzt aber weg. Ich mich auch entdeckt. Mich nicht. Nee, du bist noch nicht entdeckt worden. Du hast noch Glück, nee. Aber mich. Mich haben sie schon. Ich habe auch drei. Ja? Cool. Drei so Dinger. So, na denn. Wo gehen wir denn eigentlich hin jetzt? Erstmal weg ins Wasser. Komm mal da, wo wir sind. Runter zum Wasser. Das Wasser, ich bin wasserschön. Ja, nee. Wollen wir ein bisschen rüber schwimmen hier? Komm, weg. Olaf läuft zum Auto. Ganz falsche Richtung, Olaf. Ja, ich weiß schon, aber ich komme da nicht weiter, wo ich raus bin. Der hat ja keine Sterne, also keine Streifen oder kein Dings. Dann mach doch mal deine Waffe weg mit H. Und dann spazierst du da ganz gemächlich durch, wenn es funktioniert. Ja, das haben wir schon mal probiert. Wenn es funktioniert, heißt es. Ja. Zumindest beim Hubschrauber hat es nicht funktioniert. Beim Hubschrauber hat es nicht funktioniert. Nee. Ob es so passt, weiß man ja nicht. Jetzt kommt er doch. Ja. Wo seid ihr da drüben? Ja, komm, runter ins Wasser, ey.
Keine Angst, du stirbst nicht. Kannst runterspringen. Das sagt jeder. Ja, ja. Und dann hüpft er voll auf den Sieg. Gefechtsbereitschaft aufheben. Ja, mach das mal. So ist gut. So, ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geschaut, aber ja, die Zeit müsste ausreichen. Als nächstes müssen wir hier. Das war ja eigentlich Pipatz, oder? Den ja. Typen finden und umlegen. Also so, das nächste wäre hier das Ressort. Ich markiere es mal. Seit Cassitas Resort sich zu machen. Ich will das volle Rockstar-Programm. Aber verschwinden. Typisch Terra markiert immer die Reviere. Erreichen Sie das den Parkplatz des Ressorts. Genau. Und das machen wir in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Oben da. Und wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt, dann abonniert den Kanal. Und dann sagen wir dreimal schon. Habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss. 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 Tschüss.